wieder zurück, ihr taktischen Bartträger bei Tactical Gunnybeard. Ja, warum spreche ich das gerade nochmal an? Ihr seht, ich habe ein Shirt an. Das hat was mit dem taktischen Bart zu tun, genauso wie mein Channel. Dieses Shirt gibt es bei Tactical Apparel zu kaufen. Und nicht nur das, es gibt auch unter anderem noch ein bisschen anderes Merchandise. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die Beauty and Caffeine Tasse. Eine schöne Emaille-Tasse, und wer mein Logo geil findet, der kann auch dieses Logo auf Schnapsgläsern und Untersetzern bei Tactical Apparel käuflich erwerben. So, genug der Werbung, es geht los. Die alte Frage, die sich viele stellen, die ich oft in Schützenvereinen höre, Kompensator ja oder nein? Wie viel macht ein Kompensator wirklich aus und ist es wirklich spürbar? Das wollte ich selber herausfinden und ich habe mich dazu eines Kompensators bemächtigt. Man kann unter bestimmten Umständen einen Kompensator selber bauen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer, wenn man die handwerkliche Begabung hat und auch über CNC-Fräse und sowas verfügt. Viele Pistolen zum Beispiel gibt es mit Gewindelauf. Man kann natürlich auch einen Gewindelauf nachbestellen für die meisten Pistolen. Und bei meiner habe ich zum Beispiel das Glück, ich habe meine von Anfang an mit dem Hintergedanken gekauft. Und zwar bei der Walther PBQ Q4 Tech Combo kommt sie nämlich mit dem Gewindelauf. So, Show clear. Wir haben hier jetzt zum Beispiel habe ich schon bereits den Kompensator aufgebaut. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, das Ganze wieder aufzumachen, weil ich den festgeklebt habe. Ich habe damals nicht gleich geschalten und das vorher gefilmt. Ursprünglich hatte ich diesen Lauf hier drin. Das ist der 4 Zoll Lauf und der Gewindelauf hat 4,7 Zoll. Der hier war zuerst eingebaut, habe auch in meinem alten Video, könnt ihr euch anschauen, nur diesen Lauf benutzt. Diesen Lauf habe ich die ganze Zeit bisher geschossen. Der Gewindelauf war die ganze Zeit unberührt, den habe ich sonst nie ausprobiert. Auch nicht, um zu schauen, ob ich jetzt damit besser treffe als mit dem. Somit bin ich lange Zeit nur mit dem kurzen Lauf gefahren. Und das hat mir dann auch so ein bisschen den Unterschied deutlicher gemacht, weil wenn ich jetzt ständig hin und her geswitcht wäre zwischen dem langen und dem kurzen Lauf, wäre das vielleicht ein bisschen verschwommen, das Ergebnis. Ich habe ganz klar gemerkt, ab wie vielen Metern ist der kurze Lauf, der 4 Zoll Lauf wirklich gut und präzise. Und ich muss sagen, so bis 15 Meter, alles top. Und ab da hat es auch bei mir durch Schießfehler einfach ein bisschen die Schwäche dann halt gezeigt, ne? Der verzeiht dann nichts mehr. Ein guter Schütze trifft auch mit so einem kurzen Lauf, natürlich auf 25 Meter noch top. Muss ich einfach sagen, fehlt mir die Übung dazu. Aber das zeigt mir umso mehr natürlich, wo der Unterschied zwischen dem Kompensator und dem längeren Lauf liegt, im Gegensatz zu dem kurzen 4 Zoll Lauf. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, 4 Zoll Lauf, 4,7 Zoll Lauf mit Gewinde, ungefähr so lang, ne, die Verschlusskappe war damit drauf. Den habe ich runtergedreht. Die Installation ist also auch recht einfach. Ich werde euch die Links unten reinpacken von der Firma Parker Mountain Machine, von denen ich diesen Kompensator habe. Und zwar habe ich den aus den USA. Ich musste über Umwege rankommen, weil die nicht nach Deutschland verschippen. Somit muss man ein bisschen gucken, wie man da rankommt, weil Parker Mountain Machine sind tatsächlich die einzigen, von denen ich weiß oder auch Walther selber weiß, dass sie Kompensatoren bauen für die PPQ. Und zwar genau angepasst. Diese Dinger sind passgenau. Das kriegt man sonst nirgendwo. Es sei denn, man baut sich halt irgendwie einen anderen. Der sieht dann vielleicht nicht so schön aus. Der hier, finde ich, aber hat was. Der sieht toll aus, ist schön gemacht, hat ein tolles Gewicht. Und ihr seht, der hat eine Kammer hier vorne drin, durch die überschüssiges Gas nach oben geblasen wird. So funktioniert nämlich ein Kompensator. Das heißt, alles Mögliche an Gasen, die noch entweichen, werden nach oben geschoben, was bewirkt, dass er ein bisschen den Lauf nach unten drückt. Das heißt, weniger Rückstoß durch ausweichendes Gas. Wie ist der drauf gemacht? Der wird draufgeschraubt und dann hat man dazu mitgeliefert verschiedene kleine dünne Distanzscheiben. Also da geht es um wirklich Hundertstel Millimeter Unterschiede. Im Gebrauchsanweisungsvideo von Parker Mountain Machine ist nochmal genau beschrieben, dass man einfach rumprobieren soll. Das Wichtigste ist, man muss eine bestimmte Uhrzeit, also quasi dann hier ungefähr schräg zum Lauf dann hier so ankommen, dass das letzte Stück angezogen werden kann richtig, und dann sollte man diesen Rock Solid benutzen, den sie mitliefern. Das ist ungefähr sowas wie Loctite, heißt Rock Solid. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Stoff ist oder einfach ungefähr das gleiche. Das ist ein Kleber,
der quasi diese Distanzscheiben noch mal ein bisschen fester macht. Dann spannt man das Ganze ein, schraubt das fest, ist also recht schnell gemacht, super schnell installiert und dann hat man quasi hier diesen Kompensator da dran. Das Problem ist, wenn ihr euch jetzt selber was baut, was größer ist oder schwerer, dann kann es sein, dass euch euer Lauf nicht mehr kippt, dass eure Waffe dann auch beim nächsten Schuss einfach nicht widerlädt. Deswegen ist es halt eben genau ausgerechnet von Parker Mountain Machine, dass diese Dinge hier passen, erstens mal passgenau sind und auch funktionieren. Allgemein merkt man schon mal einen riesen Unterschied zwischen dem kleinen Lauf, also dem 4 Zoll Lauf und dem 4,7 Zoll Lauf. Und dann noch dazu mit diesem Kompensator vorne drauf, hat die Waffe definitiv vorne mehr Last. Das ist dann schon quasi wie ein Sportlauf. Also vom Gewicht her fühlt es sich echt an wie eine Q5, also eine sportliche Pistole. Das macht halt schon mal einen schönen Unterschied. An sich, wie gesagt, der Unterschied beim Schießen ist für mich sehr stark merkbar gewesen. Ich zeige euch gerne Videos hier vorher beim Schießen, wie mein Rückstoß da ausgesehen hat. Und da habe ich sie doch schon recht gut kontrollieren können. Und dann jetzt zum Vergleich mit Kompensator. Dann seht ihr auch schon gleich, was da abgeht, wie viel Bewegung dann zwischendrin ist und wie wenig dann sich die Waffe mit Kompensator dann noch bewegt. Gucken wir mal hier ein bisschen weiter genau drauf. Wir sehen hier so einen ganz, ganz kleinen Schlitz, den ich hier vorne drin habe. Das muss nicht sein. Ihr könnt das auch wirklich genau so festmachen, dass hier gar kein Unterschied mehr ist. Also ich habe gedacht, ich lasse das noch ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen Spiel haben. Aber ihr seht von oben, der ist wunderschön ausgeschnitten. Der ist genauso gemacht, dass er auf den Lauf und auf den Schlitten von der PPQ drauf passt. Die machen auch weiterhin Kompensatoren für alle anderen Pistolen. Für FN, für Glock, für Sig Sauer. Da haben die sehr, sehr schöne Kompensatoren. Ich finde fast sogar, die anderen sehen ein bisschen schöner aus noch als der hier, aber ich bin super zufrieden, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ist mir dann auch egal, wenn der jetzt nicht super geil ist, so genau aussieht wie der von der Glock. Ich finde ihn trotzdem sehr schön, wertet die Waffe doch etwas auf optisch und vor allem das Schießgefühl ist ein anderes. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, habe ich hier auch mal ein paar Vergleiche. Ich habe es jetzt hier nicht mal ganz 100 Pro. Das war quasi noch der 4 Zoll Lauf, der kurze. Da sind auch verschiedene Arten Munition geschossen worden. Ich habe einmal die 115 Grain geschossen und einmal die 124 Grain. Ja, okay, ich habe natürlich auch immer wieder oft nach unten verrissen. Da war ein kleiner Schießfehler auch drin, warum ich immer wieder nach unten gezogen habe. Das war aber alles so auf 15 Meter. Ich habe mit Absicht auf 15 Meter geschossen, war für mich einfach eine Pistole dieser Art für Nahbereich wichtiger ist, als jetzt auf Präzision schießen 25 Meter. Da brauche ich dann eine Sportpistole. Ist einfach so, das ist keine Sportpistole. Das ist eine kompakte und hat einfach mit dem sportlichen Aspekt nicht so viel zu tun, außer dass man jetzt quasi aufgewertet auch mit dem Kompensator sportlich schießen könnte, wenn es denn die Disziplin erlaubt. Jetzt haben wir zum Vergleich hier so ein paar Auswanderer nach unten und hier mit der 115 Grain Gecko war das, genau, habe ich geschossen. Sieht dann doch schon ein bisschen anders aus, da ging doch schon mehr in die Mitte. Und das war mit der 124 Grain S&B. Ja, jeder sagt natürlich S&B, scheiße, ne? Hier Schrittpackung, ist irgendein Müll. Ich fand die S&B hat sich anfangs mit dem kurzen Lauf für mich besser geschossen. Sieht man hier, leider habe ich sie nicht aufgeschrieben, als das bessere Bild müsste die S&B gewesen sein. Mit der Gecko war ich damals mit den 115 Grain richtig unzufrieden mit dem 4 Zoll Lauf. Da kam ich gar nicht klar. Da sind die Dinger nicht dorthin gewandert, wo ich wollte. Komischerweise, ein Magazin mit dem anderen geschossen, direkt lief es wieder dorthin, wo es sollte. So, also wir sehen hier schon mal echt einen krassen Unterschied. Bei der 115 Grain sind sie doch immer weiter noch beieinander. Und hier nochmal das Gleiche. Also ihr seht auch bei der 115 Grain wieder ein schönes Loch ausgestanzt. Das hat dann für mich auch wirklich gezeigt, dass ich mit Kompensator, mit den 115 Grain Gecko-Munition einfach am besten schieße und genau das auch bekomme, was ich möchte. Ich hoffe, ihr habt im Video auch ein bisschen sehen können, dass da wirklich ein Unterschied existiert und dass das nicht einfach nur Gerede ist.
Und falls ihr interessiert seid an dem Kauf von diesem Parker Mountain Machine Kompensator, dann lasse ich euch auch den Link unten drin. Links oben drin hier in der Infokarte immer zu den alten Walter Videos, damit ihr seht, was mit der Waffe vorher war, wie sie vorher aussah. Denn jetzt habe ich noch ein paar Updates mit drauf, wie den Kompensator. Oder wie ihr halt sehen könnt, hier auch die Talon Grips, die ich mir selber drauf geschnippelt habe und draufgeklebt. Auch das möchte ich nochmal ein bisschen erneuern. Ich möchte da noch ein Sand Grip Tape drauf machen, dass einfach ein bisschen mehr Grip da ist. Am Anfang konnte ich immer besser mit einem Gummigrip. Der hat sich jetzt aber ein bisschen glatt gerubbelt. Jetzt greift er nicht mehr so schön, wie ich eigentlich ursprünglich wollte. Und das Problem ist, bei Hitze kommt hier unten drunter leider der Kleber unten raus. Das heißt, er schmiert jetzt, anstatt eigentlich mir Grip zu liefern. Das heißt, davon bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Kommt aber runter, ist kein Problem. Was ich weiterhin noch machen möchte, ist noch einen neuen Trigger einbauen. Da habe ich mir überlegt, ob ich mir den Apex Trigger hole. Wenn ihr Empfehlungen habt zum Beispiel, lasst mich wissen. Ich weiß, es gibt für einen Walter selber auch Trigger. Die sind verdammt teuer. Deswegen weiß ich nicht, ob ich zu einem der Walter-Trigger gehen werde, wie zum Beispiel ein Expert-Trigger, weil der hat nämlich keinen Safe-Action-Trigger. Dafür gibt es dann Dynamic Performance-Trigger auch noch, der hat einen Safe-Action. Der gefällt mir optisch aber leider nicht so. Der Apex-Trigger ist ein Flat-Shoe, das heißt, der geht flach runter und hat keine Biegung. Fand ich irgendwie auch optisch angenehmer bei der Waffe und hat wenigstens noch einen Safe-Action. Sagt mir, was ihr dazu denkt, sagt mir, was ihr davon haltet. Schreibt es unten rein. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Gunny out.